So, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind mitten in der Prüfung Merlins, deswegen habe ich gerade mal einen kleinen Cut gemacht. Mal schauen, was das nächste für uns. Muss ich da was anziehen? Okay. Hat schon vielleicht. Nee. Das Beschwören von Feuer könnte durchaus funktionieren. Ja, ja, das habe ich schon gedacht, dass das so ist. Ah, perfekt. Also noch mehr gewesen, ne? Moment, jetzt habe ich wieder angegangen. Das war gar nicht so knifflig mehr. Haben wir. Wir waren aber nur nicht schnell genug. Was für ein Tag. So. Cool. Sprich mit Nora Treadwell. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass sie in Hogsmeade finden, wenn sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Auftrag abgeschlossen, die Prüfung Merlins. 260 EP, wir sind fast Level 9. Wir haben nur einen Auftrag. Oder auch nicht. Warte mal kurz die Herausforderung kurz gucken. Ja, Erkundung. Ja, ganze Ausrüstung. Wenn wir noch eine schaffen. Also, scheint wohl in die Richtung zu gehen. Also, dass wir insgesamt 5 haben. Ja, ein bisschen was damit zu tun. Ich weiß nicht, ob so, ich hoffe nicht, ich weiß nicht, ob wir auf 100% schaffen. So, wie auch immer. Ich guck mal gerade wegen der Ausrüstung, ob wir noch was gekriegt haben. Sieht nicht so aus, ne? Ne, haben wir nicht. So, gucken wir mal, haben wir noch einen Auftrag? Warte, kurz. Da kam noch was rein. Ich wollte die Aufgabe aktivieren. Von dem alten Buch, das Sie für Professor Fink gefunden haben. Scrope kann Ihnen helfen. Und Sie helfen Scrope. Gehen Sie am Pendel vorbei in den Hof. Keine Sorge, Sie können es nicht verfehlen. Aber sagen Sie niemandem etwas. Vor allem nicht Professor Black. Das auf jeden Fall nicht. So, können wir mal rüber kurz? Ob wir da uns porten können? Oder ob wir... Warte mal, wo ist denn die Aufgabe? Hier wäre sie. Kann ich mich da porten? Irgendwo hin? Ja. Können wir. Reisen wir zum Südausgang. Ja, natürlich bei weitem nicht alle Feuer. Alle Fluffeuer. Was haben wir hier vorne? Warte. Das ist nicht. Seriose.
Ins Zentrum. Ach hier. Wenn voll aus der Kiste ist. Das hat aber jetzt nichts Näheres zu bedeuten, okay. Ich dachte mir irgendwie, weil hier stehen drei Kisten. Das ist ja was Näheres zu bedeuten, ne. Ich dachte mir, irgendwie das ist was zu bedeuten. Na gut, machen wir mal kurz weiter mit Scorps Notiz im Hof. Also, Prüfung Merlin abgeschlossen. Ich kann jetzt auch nicht schon Feierabend machen, das ist Schwachsinn. Ich mache aber mehr oder weniger danach auch gleich Feierabend. Ich merke nämlich, dass ich extrem müde bin. So, hier ist die Notiz. Scope weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scope glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scope hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sich auf und niemand ein Wort hiervon. Scope? Wer ist Scope? Das frage ich mich auch gerade. So, warte mal kurz. Nur nach der nächsten Notiz. So, warte mal. Brücke bei dem Steinkreis. Das kann doch nicht draußen sein, oder? Warte mal, wo ist denn hier das? Da? Ja, scheinbar, oder? Warte mal. Das war mehr oder weniger gar nicht beabsichtigt jetzt gerade, aber das war jetzt so gedacht, war jetzt einfach passiert. Gut. Fast da, suchen Sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden Sie fündig. Vielleicht können Sie dem armen Scott mit den gebrochenen Herzen helfen. Kürbisse? Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Warte mal kurz. Das war nicht beabsichtigt. Warte, bis hier. Ah, da unten, ja. Da waren wir schon mal in der Hütte. Irgendeine Kürbisse. Gefunden. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Der Scope meint das Wasser bei den zerbrochenen Stegen. Runter zum Wasser. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Die Frage ist, wenn wir eins gelernt haben, dass wir nicht immer jedem vertrauen können. Vor allen Dingen haben wir so. Oh, da unten. Da runter müssen wir jetzt noch. So. Wer ist Scope? Jetzt kann ich rausfinden, wahrscheinlich. Eine Elf. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scope ist der Name. Scope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black.
Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Andere Baustelle gerade. Er sagt, er dient ja der Familie Black seit Jahren. Kann ja nicht einfach der Familie jetzt irgendwie sagen, komm, scheiß drauf, ich verrat's trotzdem. Gut, wollen wir ihm helfen? Ich glaube, was war das? Screecher war das ja auch in den Harry Potter Film in Band 5. Er gehört ja der Familie Black und durfte, Familie Malfoy durfte ja nicht was sagen, weil er einen Befehl bekommen hat, weil quasi Harry, der Harry gehört hat. Das heißt, wenn wir ihm jetzt mehr oder weniger helfen, könnte das sogar so passieren, dass er nichts weiter sagen darf. Wenn wir fehlen können, er darf nichts weiter sagen. Probieren wir's. Ich helfe gern. Vor allem, wenn du mir mehr über das Buch sagst. Scrope ist dankbar. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrope vermutet, dass sie diese in die Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht noch den Ring suchen. Erzähl mir von dem Ring. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt. Was ist eigentlich mit deinem Ohr? Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Okay, dann also quasi ein Ohr weniger. Und woher weißt du auch von dem Buch? Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Okay. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück. Ach, die müsst... Sie auf Sie warten. Viel Glück bei der Suche nach Ihren Seiten. Und dem Ring. Ja. Du kannst doch nicht schwimmen, oder? Ja, warte mal. Da ist ein Feind, oder? Nee. Wir können tatsächlich schwimmen. Und ja, das sind Feinde. Ich weiß nicht, was man hier rauskommt, das ist immer. So. Wow. Okay, so viel zum Thema. Der Reise. Am letzten Checkpoint starten.
Jetzt sagt man wieder nicht, weil man wusste, Checkpoint ist ja wie dem. Okay, dann wissen wir zumindest, dass ich mal den Typen ein bisschen aus dem Weg gehen muss. Wir sollen die Grotte untersuchen. Was soll ich mit einem Stück Toast? Das, das gehört wohl dorthin. Das finden wir vielleicht in der nächsten Folge mal raus.